einfach die, die es im Vorjahr auch schon gab, also Artness, Downtowns Tod und Homo Faber. Ich habe den Werkvergleich genommen, weil man sich da einfach am besten drauf vorbereiten kann. Und einfach, weil man, wenn man sich halt vorbereitet, dann läuft es einfach am besten, hatte ich das Gefühl, und war damit am sichersten. Erörterung offensichtlich. Es ist dann doch, es war dann ein gutes Thema. Aber vielleicht habe ich es auch nicht so gut bearbeitet. Das gucken wir mal. Ich habe den Essay genommen. Das Thema war, Scheiße. Das Essay, welches als Thema dieses Mal hatte, ich bin gerade noch ein bisschen aufgeregt. Ja, welches Thema hatte, ach Gott, Macht der Sprache, genau. Es lief okay, es lief eigentlich ganz gut. Also die Analyse von der Textstelle lief, glaube ich, ganz gut. Den Vergleichsaspekt hatte ich mir nicht so genau angeguckt, deswegen kann ich es da nicht genau sagen. Am Ende war es dann so, ich hatte keinen Bock mehr und dann habe ich einfach abgebrochen so, aber ansonsten, am Anfang war ich noch gut, also immerhin besser als sonst. 18, aber ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen viel im heißen Brei rumgerendet. Also ich habe weniger geschrieben als andere, aber es sind auch so kranke Mädchen dabei, die immer 23 Seiten schreiben. Ich habe jetzt 10 Seiten geschrieben, aber es ist trotzdem mehr als sonst. Ich glaube, gute 8 Seiten. Nee, den Stress habe ich mir nicht mehr angetan. Also ich lese jetzt nicht nochmal Homo Faber und so durch und Downtowns Tod. Nein, weil für mich eigentlich klar war, dass ich den Werkvergleich nicht nehme, weil ich zu langsam bin. Nee, die ist auch ziemlich langweilig so. Also es war von vornherein klar, dass ich das nicht mache. Und die Bücher waren auch recht langweilig. Also ja. Ich fahre jetzt in die UB und lerne Sport. Der Plan war erstmal nach Hause und Physik lernen wegen morgen. Mal schauen. Oder jetzt erstmal ein Bierchen im Feierling. Wäre vielleicht besser. Mal schauen. Ich gehe jetzt nach Hause. Und dann schaue ich mir noch ein paar Sachen für Kunst an, weil ich morgen Kunst-Abi habe. Jetzt lerne ich Kunst. Spaß, auf Kunst muss man nicht lernen.